Logos, Werbung und Slogans können sich förmlich in unsere Köpfe brennen. Es gibt viele Firmen bzw. Logos, die man fast täglich aufs Neue sieht. Jedoch sind manche davon nicht einfach nur Logos, sondern dahinter steckt noch viel mehr. Dass bei der Vermarktung von Produkten oft psychologische Tricks verwendet werden, wissen die meisten wahrscheinlich von euch. Denn unterbewusst soll ein Kunde überzeugt werden, ein Produkt zu kaufen. Mein Name ist Chris und ich bin der Sprecher von Wissensautomat. Und in dieser Folge geht es darum, dass ich 5 versteckte Nachrichten bei bekannten Logos aufdecke. Falls du hier gerade neu dazugestoßen bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Nummer 1. Amazon. Amazon ist über die letzten Jahre sehr bekannt geworden und hat auch stark polarisiert. Das ist nicht unbedingt immer im positiven Sinne. Dies ist jedoch eine andere Geschichte und das möchte ich in der heutigen Folge nicht ansprechen, sondern das spare ich mir vielleicht für die nächsten Videos oder für zukünftige Videos auf. Das Amazon-Logo ist gut merkbar und lässt sich einfach wiedererkennen anhand des Pfeils, welcher unter dem Schriftzug ist. Die meisten Menschen schauen sich das Logo an und denken dann, dass dieser Pfeil einen Mund darstellen könnte. Zugegebenermaßen sieht schon das Amazon-Logo ein bisschen aus wie so ein Smiley-Gesicht. Aber wie ich eben bereits schon erwähnt habe, das ist wirklich ein Pfeil und man kann erkennen, dass der Pfeil von A bis Z geht. Und damit will euch Amazon eigentlich sagen, dass sie alles verkaufen von A bis Z. Nummer 2. FedEx. Das Logo von FedEx ist einfach in dicker Schrift mit 2 verschiedenen Farben geschrieben. Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht gemacht, um eure Aufmerksamkeit irgendwie zu erhalten, aber ganz so einfach ist das nun nicht. Wahrscheinlich hätte jeder von euch das früher oder später auch bemerkt. Man erkennt zwischen dem E und dem X einen Pfeil. Damit wollen sie den Kunden wissen lassen, dass sie immer in die Zukunft schauen, dass sie eine zukunftsorientierte Firma sind und das wollen sie irgendwie unterbewusst bemerkbar machen. Nummer 3, McDonald's. Und das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte und darüber habe ich jetzt einige Beiträge gelesen. Das berühmte goldene M von McDonald's. Jeder von euch kennt es wahrscheinlich, vor allen Dingen die Menschen, die in einer Stadt wohnen. Die sehen es natürlich dann fast tagtäglich. Das M steht für McDonald's, das ist klar. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung, die dieses Zeichen hat. Denn das Logo symbolisiert nicht nur das M, sondern man kann es auch mit den weiblichen Brüsten assoziieren. Ja gut, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend klingen für den einen oder anderen von euch, aber da steckt tatsächlich Wahrheit hinter. Der britische TV-Sender BBC berichtete schon, dass damals in den 60er Jahren die Sache mit den Brüsten aufgefallen sei und das wurde auch im Unternehmen intern heiß diskutiert. Das Unternehmen wollte ursprünglich sein Logo verändern, doch Louis Cheskin, der zu diesem Zeitpunkt Designberater und Psychologe bei McDonald's war, hielt dies für keine wirklich gute Idee, da es angeblich eine psychologische Anziehungskraft haben solle. Und ich erzähle euch das jetzt alles einfach mal nach der Theorie von dem Werbepsychologen. Schaut man sich den früheren McDonald's-Slogan an, Give Mom a Night Off, was so viel bedeutet wie Gib deiner Mutter einen Abend frei, dann könnte man schon einen leichten Zusammenhang zwischen dem M und der weiblichen Brust erkennen. Es entsteht nämlich unterbewusst Verlangen danach, diesen Ort besuchen zu müssen und sich satt zu essen. So nach dem Werbepsychologen. Ich habe als Kind den goldenen Bogen eigentlich immer eher als 2 Hügel angesehen, da es, ja, bei McDonald's in meiner Nähe immer coole Spielplätze gab und auch Rutschen und sowas. Deswegen habe ich das irgendwie mit Hügeln immer assoziiert. Ich weiß nicht, ob es unter euch vielleicht jemanden gibt, der tatsächlich dabei an Brüste gedacht hat. Wenn ja, lasst es mich unbedingt einfach mal in den Kommentaren wissen. Nummer 4, Google. Das Google-Logo sieht auf den ersten Blick eher harmlos aus und es wirkt einfach nur farbenfroh. Da sind nicht wirklich auffällige Symbole oder etwas dergleichen zu sehen, was irgendwie großartig Aufmerksamkeit erregen könnte. Aber selbst simple Farben können eine tiefgründige Relation zum Bild der Firma haben. Als das Logo kreiert worden ist, wollten die Designer von Google in das Logo ein bisschen Verspieltheit bekommen, ohne irgendwie Objekte, Symbole oder dergleichen hinzuzufügen. Dies wurde zunächst erreicht, indem man einige der Buchstaben einfach nur schief gestellt hat oder ein bisschen versetzt. Aber diese Idee wurde dann später verworfen und stattdessen wurde der Fokus eher auf die Farbe gerichtet. Das aktuelle Logo zeigt ein Muster mit Primärfarben, die durch einen einzelnen Buchstaben unterbrochen werden, der in der Sekundärfarbe grün gezeigt wird. Das ist dann in dem Falle das L von Google. Das gebrochene Muster repräsentiert Verspieltheit und den Gedanken, dass Google kein Unternehmen ist, das immer nach den Regeln spielt. Ja, das war dabei der Ursprungsgedanke und was man sich nun darunter vorstellen soll, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Und die Nummer 5 ist Gillette.
Und Gillette ist eine der bekanntesten Rasiermarken überhaupt. Und wer oft Fernseh guckt, der bekommt auch mit, dass diese Firma oft Werbung schaltet. Somit sieht man das Logo bzw. deren Schriftzüge sehr häufig. Die meisten sehen aber über dieses Logo hinweg, dass halt einfach nur ein blauer Schriftzug ist und stempeln es so dann auch ab. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass das G und der I-Punkt kürzer bzw. verschärft geschnitten sind, genauso wie bei der Endung der E's. Da ist es auch ein bisschen kürzer und geschärfter dargestellt und das könnte man schon fast denken, das sieht aus wie ein Rasierer und so soll es auch sein. Das soll nämlich die Schärfe der Gillette-Rasierer repräsentieren. Das ist meiner Meinung nach ein recht cleverer Gedanke, um halt den Kunden unterbewusst zu zeigen, dass diese Rasierer tatsächlich scharf sind und ja halt halten, was sie versprechen. Das war's nun mit dem ersten Video auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und in Zukunft werde ich natürlich weiter aktiv Videos machen zu ganz verschiedenen und unterschiedlichen Themen, von außergewöhnlichen Tieren bzw. Menschen bis zu seltenen Gegenständen und auch mysteriöse Dinge werde ich vielleicht aufdecken, genauso wie vielleicht wieder irgendwelche versteckten Nachrichten aufdecken. Also wenn ihr mir bis jetzt noch kein Abo dagelassen habt, dann tut dies am besten. Und um auch kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke neben dem Abonnier-Button. Ja, das war's denn und ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.